Jupp, da wäre ich wieder. Diesmal mit einem Beispielsatz zur Partikel T, auf die wir schon lange warten, die auch super wichtig ist und wo ich bis jetzt immer gesagt habe, oh, ich überspringe das und mache später. Heute ist es endlich soweit. Ich habe auch einen relativ einfachen Beispielsatz gefunden. Der stammt aus dem Konrako Monogatari, aus der Geschichte von Fünf Farben Hirsch, die ich auch für meine Abschlussarbeit übersetzt habe. Und die Partikel T wird an die Renyoke angeschlossen und hat zwei Bedeutungen. Einmal, also die erste Bedeutung ist satzverbindend, also einfach A machen und B machen. Das ist eigentlich auch die Bedeutung und Verwendung, in der wir sie in den Beispielsätzen immer hatten. Und dafür habe ich hier jetzt nochmal einen Beispielsatz gemacht oder genommen. Und zweite Bedeutung bekommt dann natürlich noch einen gesonderten eigenen Beispielsatz. Ich lese das mal kurz vor. Otoko moto no sato ni kaeri te tsukihi o okuru to iedomo. Kono koto hito ni kataru koto nashi. Relativ einfach. Wir haben hier das Domo, das wir schon aus der vorhergehenden Lektion kennen. Hoppla. Das einen konzessiven Nebensatz einleitet. Nebensatz steht ja bekanntlich davor. Hier ist die Sache ein bisschen komplizierter. Wir haben nämlich ein To-ie-domo, also obwohl man sagt irgendetwas. Das hängt mit dem Genre zusammen, in das das Konjaku Monogatari fällt. Das ist nämlich eigentlich eine Sammlung aus mündlich überlieferten Geschichten und Erzählungen, die dann aber schriftlich fixiert wurde. Und deswegen findet man halt in diesen Geschichten öfters mal Hinweise auf die eigentliche mündliche Tradition der Erzählweise. So halt auch solche, naja, Ausdrucksweisen wie Toie Domo, also obwohl es heißt das oder obwohl man sagt das, bla bla bla. Kann man aber insgesamt auch eigentlich nur mit obwohl übersetzen, wenn man jetzt diesen, naja, sagen wir mal genre-typischen Charakter nicht mit übersetzen möchte. Okay, wie gesagt, der Nebensatz steht davor, vor To steht ja ein ganz normaler Satz eigentlich immer. Entsprechend haben wir hier Okuru in Verbindung mit einer Zeitangabe, die durch das Joshi O markiert ist, halt eine gewisse Zeit verbringen. Und Tsukihi ja, kann man mit Monate oder Tage übersetzen, kann man allerdings auch einfach als längere Zeit übersetzen. Das ist schon so lexikalisiert. Genau, davor haben wir unsere Partikel T, um die es ja geht. Also das davor machen und seine Zeit verbringen oder längere Zeit verbringen. Kairite, hier hat man sich mal wieder das Okurigana gespart. Wie gesagt, es kommt öfters vor im vormodernen Japanisch, genauso wie die Auslassung von Joshi. Was hier der Fall ist, Otoko, der Mann, ist ja das Handlungsobjekt bzw. das Satzthema, ist aber auch nicht weiter mit dem eigentlich üblichen und notwendigen Wort markiert. Gut, Kairite, heimkehren, wohin, das muss natürlich auch gesagt werden. Moto no Sato ni, also in das ursprüngliche Dorf. Gemeint ist natürlich das Dorf, aus dem der Mann eigentlich kam. Ich sage gleich noch was zu dem Gesamtkontext des Satzes, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Gut, genau, das war erstmal ein Nebensatz. Also obwohl der Mann in sein Heimatdorf zurückging und dort längere Zeit verbrachte. Und dann kommt jetzt der Hauptsatz. Kono koto o hito ni kataru koto nashi. An der Stelle des Verbs haben wir ein verbal genutztes oder benutztes Kiyoshi. Es gibt nicht oder es existiert nicht. Die Angelegenheit, das erzählt wird, kataru wie im Modernen auch, erzählen, ist Attributiv, also steht in der Rentaike, bezieht sich auf das Koto. Also es gibt nicht die Angelegenheit zu erzählen. Hito ni, den Menschen, kono koto, diese Angelegenheit. Auch durch das, als direktes Objekt wieder durch die Partikel O markiert. Indirektes Objekt, wem erzählt man etwas? Den Menschen, dieses Hito, kann man nicht nur als Menschen, sondern auch als die anderen übersetzen. Das ist im Vormodernen eigentlich ja, relativ häufig so, dass Hito, dieses Schriftzeichen oder das Wort,
naja, antithetisch zum Selbst steht. Also es gibt halt einen selbst, man selbst persönlich, die eigene Person, und dann gibt es noch Hito, das sind halt die anderen Personen. Genau. Von daher, ja, man kann halt auch Hito nie mit den anderen Kataru etwas erzählen. So, jetzt ist die Frage, Konokoto, diese Sache erzählen, worum geht's eigentlich, damit das Ganze auch Sinn ergibt. Ein Mann stürzt in einen Fluss in der Wildnis und ruft um Hilfe, aber es ist kein Mensch da, um ihn zu retten. Es gibt allerdings in den Bergen, durch die dieser Fluss fließt, einen Hirsch mit, je nach geschichtlicher Überlieferung, fünf- oder neunfarbigem Fell oder goldenem Fell oder smaragdbesetzten Fell und so weiter und so fort. Auf jeden Fall einen Hirsch mit einem besonderen Fell. Und dieser Hirsch ist eine ursprüngliche oder eine vorherige Inkarnation des historischen Buddha. Das Konjaku Monogatari ist ja unter anderem, enthält die Sammlung auch relativ viele buddhistische Geschichten, auch diese Jataka, also diese Vorgeburtsgeschichten. Und genau, der Hirsch bemerkt das halt und tritt an den Fluss heran und rettet den Mann aus dem Fluss heraus. Und der Mann fragt, wie er jetzt halt diese gute Tat wieder vergelten kann. Und der Hirsch sagt, pass auf, du musst mir nichts dafür geben. Das Einzige, was ich von dir verlange, ist, dass du niemandem sagst, dass ich hier lebe. Weil der Hirsch natürlich befürchtet, dass die Menschen dann, wenn sie wissen, dass da ein Hirsch mit einem besonderen Fell lebt, kommen und ihn erschießen und ihm das Fell abziehen, weil es ja sehr wertvoll ist. Okay. Und das ist halt Konokoto, also die Sache, dass der Hirsch da lebt. Der Mann verspricht dann, dass er das macht und kehrt in sein Heimatdorf zurück, verbringt da eine Zeit. Und obwohl er da längere Zeit verbringt, kam es nicht vor, dass er diese Sache den anderen Leuten erzählte. So viel zu dem Satz, so viel zu dem Beispiel. Die Partikel T angeschlossen an die Renyoke für die Verbindung von Handlungen, für die gleichgestellte, also koordinierte Verbindung von Handlungen. Zweiter Beispielsatz folgt.